Servus Camper! Auf der CMT in Stuttgart hat Hymer den neuen Grand Canyon S als Allradoption ausgestellt. Der Grand Canyon S basiert auf dem Mercedes Sprinter, serienmäßig mit Seitenwindassistent. Als Option gibt es aber vom Auffahrwarner bis hin zum Totwinkelassistent so einiges an Sicherheitsoptionen. Da der Mercedes Sprinter etwas schmaler wie ein Ducato-Kastenwagen ist, werden standardmäßig kleine Ausbuchtungen angebracht, um auch im Heck querschlafen zu können. Die Fenster sind nicht überstehend, Teile der Wände mit Stoff überzogen, so soll es etwas leiser sein beim Fahren. Als Option gibt es beim Grand Canyon S auch nette Gimmicks, wie eine elektrische Schiebetür. Das Bett kann man zur Seite klappen und schon bietet sich eine große Durchlademöglichkeit. Links sieht man übrigens die optionalen Stühle fest verbaut. Unter dem Bett befindet sich neben der gut zugänglichen Elektrik auch einige Fächer, Klappen und so weiter, um Gepäck unterzubringen. Im Grand Canyon S ist unter der Matratze übrigens ein Froli-System verbaut. Der Kompressor-Hochkühlschrank macht seinem Namen alle Ehre, vor allem endlich mal ein großes Gefrierfach in einem Kastenwagen. Das Bad wirkt recht geräumig. Für die Frauen sorgen zwei Spiegel für Freude. Über der Toilette befindet sich das Klappwaschbecken und die herausziehbare Duschbrause. Ein Vorhang rundherum sorgt dann dafür, dass es keine Überschwemmung gibt. Die Küche ist mit zwei Gasplatten und einer Spüle ausgestattet. Und Hymer hat hier sogar eine Piezo-Zündung eingebaut, also kein nerviges Feuerzeug suchen mehr. Unterhalb gibt es mehrere Schubladen mit Softeinzug. Die Arbeitsfläche kann man erweitern, indem man das Brett einhängt. Das Brett kann übrigens auch neben dem Kühlschrank eingehängt werden. Die Heizung wird über das neue Truma CP Plus gesteuert. Den Strom- und Wasserstand kann man am Bedienteil ablesen. Den Tisch kann man entweder ganz herunterklappen, halb ausklappen oder komplett als großen Tisch nutzen. In der Mitte stört auch kein Tischfuß mehr. Eigentlich rund um das Fahrzeug herum sind Staulösungen. Die Beleuchtung läuft komplett auf LED. Hymer liefert den Wagen auf Wunsch auch mit dem neuen Smart Battery System aus. Wenn du dazu mehr erfahren willst, klicke einfach mal unten in die Videobeschreibung, das verlinke ich mal. Ich hoffe, der kurze Einblick in das Hymer Car Grand Canyon S konnte euch einen kleinen Eindruck vermitteln. Es gibt bald auch noch ein zweites Video mit einem richtigen Test und einem Fahrbericht und dann testen wir den Grand Canyon S mal auf Herz und Nieren. Wenn du kein Video mehr verpassen möchtest, dann abonniere am besten gleich den Kanal. Bis zum nächsten Mal, euer Andi.